Moin moin Leute, was geht ab? Da ist er wieder, Kabu. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin heute hier wieder mit Hans. Hallo Hans. Ich habe heute eine stylische Brille auf. Die habe ich meiner Schwester geklaut. Steht sie mir? ja, super. Perfekt, ich würde die direkt behalten. Heute geht es um dein Ford Focus. Wie sagt man eigentlich? ST? ST. Aber es gibt auch noch ein RS, oder? Es gibt auch noch ein RS, aber das ist nochmal eine Nummer schärfer. Die kostet auch nochmal ein bisschen mehr. Also ST steht für Kombi? Nee, ST steht für Owa. So viel zum Thema Vorbereiten. Ja, so ist es, ne? Scheiß drauf, ist nicht schlimm. Vielleicht Street? Nee, Sport. Sport Track? Sport Tourer. Sport Tourer. Und RS bedeutet dann Racing Sport. Ja. Okay, also das heißt, es gibt kein Ford Focus RS ST. Nein. Oder STRS. Nein, also RS ist die ganz große Sportvariante, ST die kleinere Sportvariante. Ja. Und davor gibt es dann nur die normalen Modelle. Ach so. Ja, okay. Angefangen gut. Bei einem Liter Ecomüll. Ich habe ein richtiges Problem bei BMW. Also diese Kennung. Also ja, 5, 7, 4 und so ist klar, aber dann die, ich glaube, die Motorisierung wäre dann 550 zum Beispiel. Ja. Ich weiß aber nicht, was G60 oder E35 ja, oder. Das sind ja dann die Modelle. Die, ja, aber die, das ist, aber das sich zu merken, also vielleicht gibt es ja, kennt ihr vielleicht eine Eselsbrücke oder sowas, das wäre natürlich nice, also ich kann mir das ganz schlecht merken, ich weiß nicht, welche Bezeichnung auf welches Fahrzeug zutrifft. Ich glaube, da muss man sich ganz schön mit auskennen, sage ich mal, das kommt ja auch immer aufs Modellbaujahr drauf an. Gibt es das bei Ford auch? Ja, nicht ganz so schlimm, da heißen die einfach nur MK und dann... Ach so, ja gut, das ist ja auch bei VW so. Also die haben wahrscheinlich auch... richtige Modellbezeichnung, aber die benutzt halt kein Schwein. Nicht so wie bei BMW oder Mercedes zum Beispiel. Okay. Hast du mal eine Fliege verschluckt? Sehr schön. Proteine. Schneid mal raus. Genau. Digga, hier ist aber auch viel Zeug. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben heute wieder 30 Grad im Schatten. Wir machen das trotzdem halt. Ne? Wir haben es zwar schon mal abgefilmt, aber wie das manchmal so ist, manchmal passt es, manchmal nicht. Und ja, ich würde sagen, am besten stellst du dich erstmal vor. Wie alt bist du? Wie heißt du? Was machst du? Ich heiße Hans, ich bin ganze zarte 27 und arbeite als Dachdecker. Und dementsprechend kann ich mir halt kein BMW oder so leisten. Ach, das hat ja nichts mit Leisten zu tun. Ich denke, man kann sich auch ein älteres Modell holen. Ja. Es gibt ja immer viel Neid. Ne? Sehr viel. Also ich kann mir vorstellen, dass viele... Es gibt ja auch Klischees, ich sag mal von Papa bezahlt oder sowas oder von Mama, aber du musst richtig hart arbeiten für dein Geld, ne? Muss eigentlich jeder, also ich sag mal, kein Beruf ist ohne Grund da ja, und mehr oder weniger gibt es auch Gründe, warum die Berufe so bezahlt werden, wie sie bezahlt werden. Ja. Also mehr oder weniger, aber das ist ja alles Politik und davon wollen wir gar nicht erst anfangen, weil davon habe ich nicht so viel Ahnung, also nee, schon, das, aber nee, das artet aus. Das lassen wir lieber sein. Ja. Mich hat letztens übrigens auch jemand angesprochen und hat gemeint oder hat gefragt, ob ich Bonsen bin. Ich sage, nein, was ist Bonsen? Ich glaube, jemand, der viel Geld hat. Ja. Ich habe gesagt, nein, ich bin ganz normaler Angestellter. Ja, ich bin Getränkelieferant, ich arbeite ganz normal wie jeder andere auch. Na, weil du so ein teures Motorrad hast. Ja, und davor, ich bin halt 34, ja. Ja, ich habe schon zweimal, ja, also gefühlt, also Einrichtung etc. pp. Ja. Und also seid nicht neidisch auf andere, die vielleicht ein bisschen älter sind wie ihr, ja, und sich sowas leisten können. Dazu oder halt einfach wollen. Hey, genau. Das ist ja auch so eine Sache von Selbstverwirklichung. Genau so ist es. Also ich bin auch so, ich habe ja auch kein Auto dafür. Ja, ich habe ja nur das Motorrad. Ja. Und dafür habe ich dann halt ein schönes Motorrad oder ein etwas teureres Motorrad. Und gut. Ich habe halt das Auto und dafür also eine sehr kleine hässliche Kackwohnung. Ja, ich habe auch eine kleine Kackwohnung, nur so nebenbei. Also ich habe auch bloß 60 Quadratmeter. Ja, also es ist, wir sind alle ganz normale Typen. So sieht's aus. Ja, und wir sind nicht irgendwie wohlhabend oder so. Also es ist schön, wenn es dir so geht an der Stelle. Wenn es euch so geht, ist das schön, aber ja, muss nicht sein. Nö. Geht auch ohne. Geht auch. Man kann auch reich, bodenständig bleiben. Genau, also genau. Man kann sich halt nur schönere Autos oder Motorräder kaufen. So ist es. Genau. So, ich würde sagen, genug gequatscht und geschnackt. Wir gehen jetzt zum Auto. Was kannst du uns... Oh, Alarm. Na, das passt ja perfekt. Jetzt haben wir hier auch noch Alarm. So, Hans. Was hast du bezahlt für deinen Hobel? Ich habe für die Karre bezahlt 15 vom Händler. Also privat liegen die so bei 7 bis 10. Beim Händler wird es ja schon ein bisschen teurer. Hatte gelaufen, als ich ihn gekauft habe,
82.000 Kilometer. Mit 280.000 gekauft, das ist ein Schnapper. Ey. Das wäre ein ziemlicher Schnapper für 15. Ja. Die liegen halt immer noch so preislich ungefähr so bei 15 beim Händler. Ja. Na perfekt. Das klingt eigentlich, also ist gar nicht so viel. Nee, ist dafür nicht viel Auto, würde ich jetzt sagen. Das ist ja ein Kombi nach wie vor. Ja. Da kann man mit Familie schön verreisen und da kann man auch mal jemanden überholen, ohne mit der Wimper zu zucken, oder? Auf jeden Fall. Also mit der Familie verreisen würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil Platzwunder ist es nicht. Also es ist ein Kombi, ja, aber mit wenig Platz. Das macht VAG deutlich besser. Okay. Muss ich ehrlich zugeben. Und ja, ist halt Ford. Also es ist jetzt nicht... Es ist nicht unbedingt eine Qualitätsname, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem Auto. Also Preis-Leistung stimmt. Okay, also du würdest jetzt sagen, dass ein Golf mehr Platz hat? Ja, Golf 7 Variant hat mehr Platz, definitiv. Weil man muss ja den Focus gleichstellen mit dem, Golf, genau. Und dem Mondeo gleich mit dem Passat. Genau. Okay, ja, also von der Linie finde ich den jetzt gar nicht so, also der ist ein bisschen eckiger, ja, aber ansonsten... Ja. Form ist ähnlich, aber wie gesagt, Kofferraumplatz. Der Golf hat doppelten Ladeboden. Aha. Der fällt bei mir komplett weg, weil ich habe noch Reserveradmulde, die keine Reserveradmulde mehr ist, weil der ab Werk einen Passiv-Subwoofer drin hat. Und allgemein so stauraumtechnisch, die Mittelkonsole ist komplett verbaut, du kannst nirgends das Handy ablegen. Ja. Es ist halt schon schwierig. Getränkehalter, für mich ein Riesenproblem, weil ich nie weiß, wohin mit der Flasche. Also ich habe die links und rechts, das können wir uns nachher nochmal angucken. Und entweder du fährst Autobahn und dann nervt sie beim Arm ablegen oder du fährst in der Stadt und dann nervt sie beim Schalten. Das ist furchtbar. Achso, du hast keine Automatik? Nein, ich bin Handschalter. Aber du würdest gerne eine Automatik haben wollen? Um Himmels Willen nicht. Nein, warum nicht? Nein, weil mir kein Auto vorschreibt, in welchem Gang ich fahre, das entscheide ich. Ja, aber meistens ist es ja so, dass du ja trotzdem selbst entscheiden kannst, ob du in welchem Gang du fährst. Ja, das kann man, aber prinzipiell kauft man sich ja Automatik, um weniger machen zu müssen. Und ich möchte halt Auto fahren. Ich möchte nicht da drinnen sitzen und von A nach B fahren, sondern ich möchte noch richtig Auto fahren. Okay, okay. Und viele machen das auch aus Bequemlichkeit, weil da kann man besser am Handy schreiben oder so ein Scheiß. Da bin ich überhaupt kein Freund von. Das Handy hat genau gar nichts zu suchen im Auto. So sehe ich das auch und vor allem auch beim Mopedfahren oder beim Motorradfahren. Ja, also, geh ich mit. Klingt jetzt bescheuert, aber es gibt Leute, die schreiben während der Fahrt. Geht gar nicht. Ja. Also im Auto finde ich schon grenzwertig, Motorrad absolut grenzdebil. Ja. Das geht gar nicht. Gut. Nee, hast du recht. Bist du bei der Feuerwehr? Nein. Nein. Ich mache genau nichts Gemeinnütziges, außer die Umwelt verpesten. Naja. Ich muss mal sagen, es gibt ja auch Leute, jetzt mal noch so ein bisschen Smalltalk, es gibt ja auch Leute, die grünen Schilder hochhalten. Ja. Ja, und dann trotzdem 10 Pakete bestellen bei Amazon. Das stimmt. Und dann kostenlos zurückschicken. Das aber stimmt. Sie bestellen bloß bei Amazon, weil sie es kostenlos zurückschicken können. Also welcher Humbug das ist und wie viel Abgase damit produziert werden. Oder Avocados essen aus Costa Rica, weißt du? Oder so große Bananen, ja. Gourmet-Bananen, die sind reduziert, da werden die gekauft. Ja. Und die werden immer wieder gekauft. Logischerweise werden die dementsprechend auch wieder in den Laden bestellt. Und die kommen auch aus Costa Rica. Ja, klar. Ja, und von so einer kleinen Banane hast du halt nicht. Oder in Deutschland halten sie die Schilder hoch und fliegen dann aber mit dem Flugzeug auf Bali und machen Urlaub. So ist es. Weil genau so ist es. Man kann sich ja auch von Aktivist sein Urlaub machen, gönnen, leisten, tun. Aber das ist ja jetzt schon wieder Politik. Wir schweifen ja, schon wieder das ab. zurück zum Auto. Hatten wir die Leistung schon? Nein, Leistung hatten wir noch nicht. Serie hat er angegeben mit 250 und 300, lass mich überlegen, irgendwas in der 80 Newtonmeter. Gemessen wurde meiner auf einem mobilen Messstand, das muss ich immer dazu sagen, weil das kann jetzt ein bisschen abschweifen von dem, was er tatsächlich hat, mit 286 PS und 426 Newtonmeter. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ein bisschen viel. Deswegen wird er wohl irgendwo bei 275 bis 280 liegen. Serie, es ist nichts dran gemacht. Ja, ist ja nicht schlimm. Boah, jetzt kommt er, was kommt denn jetzt? Hyundai N Performance. Cool. Sieht auch nicht schlecht aus. Ja, übelst. Ja, jetzt bist du mit drin im Video, meiner. Was auch immer du machst, musst du mal kurz pinkeln. Oh, ui, oh. was sagst du zu dem Schlitten? Finde ich cool. Also für so ein Schiff finde ich cool, cooler Sound. Hyundai hat sich gemacht auf jeden Fall, gerade in den Sportvarianten, gefällt mir. Ich habe auch den i10, ist das ein i10 N, kann das sein? Ja. i20N. i20N, der neue. Auch geisteskrank, ja. Also wirklich schönes Auto, muss ich sagen. Ich habe den i30N, als er rausgekommen ist, schon gefeiert, den hätte ich gern gekauft, der war mir aber zu teuer mit 27.000 Euro und das war schon
Das ist schon ein schönes Auto. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Man kann da auch nicht so viel machen dran, glaube ich. Also weil also einiges schon, aber jetzt halt nicht, ist nicht so ausschweifend wie bei Golf oder bei VW, sag ich mal. Ah ja, doch schon. Ja? Ah ja. Also ich finde, die meisten haben einfach bloß eine andere Farbe, andere Felgen. Ja, die meisten machen halt nicht viel dran, weil es ist ja eine Sportvariante, was willst du da noch dran machen? Ja. Der ist halt gut, wie er ist. Ja. Noch ein paar andere Felgen. Aber es ist nicht mehr, ist nicht mehr so individuell wie früher. Nicht mehr so krass, nicht mehr ganz so krass. Ja, also du bist dann schon ein bisschen eingeschränkt in das Ganze. Es sei denn, du machst Show in Schein, dann kannst du ja komplett alles anders machen. Auf jeden Fall. Außer du willst legal fahren, dann musst du auch noch zusehen, wie du es einträgst. Ja. Ja, wir waren bei der Leistung. Welchen Motor haben wir drin? 2 Liter Turbomotor. Also 2 Liter Turbomotor. Der zweitgrößte Motor in dem Modell. Danach kommt das RS-Modell mit 2,3 Liter Vierzylinder. Jetzt bin ich schon wieder abgelenkt. Jetzt kommt noch ein Motorrad vorbei. Also MotoGP findet hier in Polen statt und nicht in Na, das ist schon lustig. Na gut, wir fangen einfach wieder an der Seite an. Wir fangen an der Seite an. Was ich richtig geil finde, ist der Urkostitzer Schriftzug in der Kombination mit der Farbe. Du bist Urkostitzer Fanboy, ne? Absoluter Fanboy. Es ist, wenn ich könnte, würde ich die heiraten, aber es ist halt ein Markenname, also ja. Wie bist du zu Urkostitzer gekommen? Warum? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich trinke gerne mal einen Uri. Ich bin jetzt hier kein Alki oder so. Also ich trinke mal eins, aber nicht jeden Tag. Ja. Ja, mal am Wochenende ein paar mehr, okay. Aber es ist nicht übertrieben. Und ich weiß nicht, die vermarkten sich einfach gut. Und irgendwann kam mir so die Schnapsidee, ich stehe auf grün. Ja, ich mag grüne Autos. Also hey, komm, wir machen mal einen grünen Focus. Was passt denn zu dem grünen Focus? Uri, ey, guck mal. Eine Kombination gefunden. Ja, also ich könnte mir jetzt, bei mir fehlt jetzt optisch noch, das ist meine Meinung, mir fehlt jetzt optisch, aber das habe ich dir auch schon gesagt, der Bierdeckel, also der Kronkorken, goldene Felgen, also dieses Paar, also dieser Kontrast halt, weißt du, was ich meine? Und ja, der Eyecatcher fehlt noch. Genau, da fehlt noch, also ansonsten finde ich das ziemlich geil. Ja. Ja. Aber schwarz passt auch. Du hast schwarze Felgen, das sind nicht die serienmäßigen. Das sind keine Serienfelgen, die Serienfelgen habe ich als Winterreifen, habe ich auch nicht verändert, das habe ich so mit dem Auto mitgekauft, wie es jetzt ist, sind von Dive Wheels die Trina-Modelle in 8x19, vorne wie hinten, ist halt Golf, machst du nicht viel mit den Breiten, Spurplatten sollen wir noch drauf und dann eigentlich, für mich sollen die schwarz bleiben. Du willst die Reifen weiter, also für die, die nichts mit Autos am Hut haben, also Spurplatten heißt, die Felge kommt weiter weg von der Achse, richtig? T-Maße, die du auf das Auto basteln kannst und deswegen nimmt man dann Spurplatten, um den Reifen halt extern nochmal irgendwie ein bisschen rauszuheben. Ja, jetzt gucken wir uns den nochmal an hier. Bist mit drin? Ja, dann zeig mal, was du kannst. Jawohl. Ja, geht gut. Ja. Für so ein Schiff? Ja. Nicht schlecht. Und hat auf jeden Fall besseren Sound als ich. Serie. Du hast ja die Auspuffaufnahmen noch gar nicht gesehen. Also Nee. Die können wir auf jeden Fall mitverwenden. Also dieses elektronische Ploppen, sag ich mal, das hat ja mittlerweile jeder, ne, bei vom Auspuff, dieses Papapapap. Das klingt trotzdem ganz okay, würde ich sagen. Ja, klar, auf jeden Fall. Beim Steve hat es leider nicht geklappt. Ärgerlich. Da habe ich mal wieder auf Play gedrückt und es hat nicht aufgenommen. Ich gucke mal, ob es jetzt aufnimmt. Ja, alles in Ordnung. Genau. Ja, und schon wieder abgeschweift. Nützt da nicht. Ne? So ist das manchmal. Wenn man mit mir quatscht, dann quatscht man über Gott und die Welt. Also wir haben jetzt, die Felge soll weiter rauskommen. Genau. Kriegst du solche Spurplatten eingetragen? Auf jeden Fall, ohne Probleme. Also wenn man das wirklich jetzt in Grenzen hält und nicht übertreibt, dann auf jeden Fall. Aber ich sag mal, auf die Felgen kannst du auf jeden Fall 0,5 cm pro Seite kannst du Decke draufklatschen, ich will hinten 1 Zentimeter, vorne 1 Zentimeter, ob das klappt, müssen wir verschenken, müssen wir uns angucken, mal schauen. Kostet so eine Abnahme beim TÜV, also du fährst ja dann sicher zum TÜV und musst das abnehmen lassen, was kostet sowas, weißt du das? Ja, 119 Euro für eine 1-Wandschuh-Abnahme. Aber dann muss es auch funktionieren, wenn es nicht funktioniert, dann musst du nochmal zahlen. Dann musst du nochmal zahlen, genau. Das ist ja verrückt. Also manchmal hast du nette TÜV-Prüfer, die sagen dann, ja, hier, pass auf, Keule, ich sehe jetzt schon, das wird nichts, fahren wir wieder nach Hause, ändert das nochmal um. Oder eine Kiste Urkostitzer. Ja, das ist heutzutage auch nicht mehr so. Nee. Also der TÜV ist da ziemlich streng geworden und da ist nichts mehr, also außer man kennt einen, der einen kennt, der einen kennt. Dann funktioniert das mit den Fuffi vor der Brille kleben immer noch ganz gut. Aber eigentlich, wenn du jetzt keinen kennst und wirklich einfach nur ein bisschen was am Auto rumbasteln willst und fährst ab und zu mal zum TÜV, dann lassen die nicht großartig mit sich reden. Ja, findest du das gut so oder denkst du in manchen Sachen, also weil das ist, zieht ja immer eine Gefahr mit sich, sage ich mal, wenn man Lingling-Felgen zum Beispiel drauf machen würde,
die Festigkeit von so einer Felge ist ja nicht gegeben. Ja. Würdest du sagen, ist es gut, dass es den TÜV gibt, der das kontrolliert, oder sagst du, man könnte das schon ein bisschen lockern in manchen Situationen? Also ich finde den TÜV, das Grundprinzip vom TÜV finde ich gut. Man sollte es aber nicht so übertreiben wie jetzt in Deutschland. Mhm. Gerade hier mit die Kante guckt 3 Zentimeter über den Fahrzeugrand. Das könnte Passanten verletzen und so eine Scherze oder wenn es zu einem Unfall kommt. Klar tut das bestimmt weh, aber ich glaube, der Passant hat dann in dem Moment ganz, ganz andere Probleme als die Kante, die 2 Zentimeter über den Fahrzeugrand rauskommt. Ja. Und es tut mir leid, die Spiegel sind auch dran, die dürfen dran sein. Und da gibt es mittlerweile ja auch Kappen, die irgendwelche komischen Windabweiser noch mit dran haben und sowas ist wieder legal. Aber wehe, meine Lippe guckt zu weit raus und hat irgendeine gefährliche Windschnittkante. Und es finde ich alles Bullshit. Weil also, solange es wie es das Fahren nicht beeinträchtigt, nichts kaputt geht und keiner verletzt wird und die Straßen heile bleiben, finde ich, ist das alles Quatsch. Ja, okay. Lustig ist auch, dass so ein Dodge Ram mit einer Fahrzeughöhe oder Motorhaubenhöhe, also der ist ja so groß wie ich, also 1,95 oder 96. Ja. Ich kann so mein Kinn auf der Motorhaube ablegen, aber wenn du an einem kleineren Dacia Duster einen Ramgitter anbauen wollen würdest, das wäre verboten, weil du könntest die, weißt du, was ich meine? Ja, also die Fahrzeughöhe ist halt dann uninteressant, ob dieser Dodge Ram auf mich zufährt oder dieser Dacia Duster mit der Hälfte von Gewicht. Also dafür kriegst du dann halt keinen TÜV. Also das ist Also es gibt Sachen, da sage ich, okay, ja, macht Sinn, wenn das Auto, keine Ahnung, beim Losfahren auf den Boden schleift oder wie jetzt beim Luftfahrwerk auf 0 Bar fahren, macht keinen Sinn, weil du machst dir selber das Auto kaputt, gehe ich mit, sollte man nicht machen, aber wie jetzt, wenn ich hier jetzt noch 2 Zentimeter runterschraube und die Karre schleift nicht, was soll der Quatsch, warum darf ich nicht so tief fahren, warum habe ich eine vorgeschriebene Lichtaustrittskante, warum habe ich vorgeschrieben, wo mein Nummernschild hängen darf, soll. Und wie ich es festmache, aber das ist alles auch Politik, hat nichts mehr mit dem Bürger zu tun. Ja, also wenn man sich andere Länder anguckt, also es gibt Autos, die fahren hier in Deutschland rum, die haben ein Kennzeichen, was von einer anderen Nation ist oder aus einem anderen Land. Ja. Da denkt man sich schon, Junge, wie hält diese Tür von diesem Transporter überhaupt? Zum Beispiel. Also sowas fährt halt trotzdem rum. Zum Beispiel. Da könnte man schon mal genauer hinschauen. Ich glaube, da gibt es Schlimmeres als von irgendeinem Tuner oder von irgendwas dort. Das Tunen zu verbieten. Auf jeden Fall. Ja, genau. Hätte ich nochmal als Beispiel: in Amerika, in Texas, dürfen die Reifen, also die Räder, nicht weiter als dein Außenspiegel ausgucken. Na, das ist ja perfekt. Und in Deutschland sagen sie: Moment mal, deine Lauffläche guckt aus dem Radkasten raus. Nee, das geht so nicht. Nicht, dass es Steine in dein. Gut. Okay. Also, das ist auch absoluter Humbug. Da gibt es noch mehr von diesem Schmutz. Auf jeden Fall. Hast du da eine Delle in der Tür hinten? Nein, das sieht nur so aus. Achso, doch. Oder ist es die Tür? Das könnte aber auch die andere sein. Ja, ich sehe das gerade, weil das Licht dort bricht. Genau, und dann mittig von da über, kurz über dem. Ja. Warte mal, ich zeig dir mal wo. Du meinst hier oben? Nee, das ist so. Auf der anderen Seite habe ich wirklich. Das ist der Kantenbruch von der Linie sozusagen. Genau. Ja, okay, alles klar. Gut, was hast du denn für deine Felgen bezahlt? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die kosten neu 200 und ein paar zerquetschte. Ich habe es aber beim Fahrzeugkauf mit dazu bekommen. Ja. Gut, ja, nee, dann kann man die auch drauf lassen. Bremssattel hast du gesagt, die sind von Ford so, ne? Die sind Serie beim ST schwarz und ekelhaft. Und ja, genau. Habe auch vorne neue Bremsen gekriegt, jetzt gerade frisch am Freitag, weil die waren runter und hinten sind sie geblieben, weil die sind noch gut. Ja. So. Also gibt es da keine Aufteilung der Bremslast, also hinten und vorne kombiniert? Oder also wenn ich bremse, ist es bloß vorne und die Handbremse ist für hinten? Nee. Nein. Du bremst überall, aber halt mehr vorne, weil es auf Vorderrad angetrieben. Also ich habe keinen Heck, sondern Frontradantrieb. Und dementsprechend hast du halt viel mehr Last, die vorne abgebremst werden muss als hinten. Ja. Hinten zieht nur mit und vorne treibt an. Ach so. Ich kenne das auch bloß von älteren Fahrzeugen, also was weiß ich, Renault Clio hatte ich mal, ein älteres Fahrzeug, der hat dann tatsächlich auch bloß vorne gebremst. Ja, mit Trommelbremse dann hinten. Ganz genau. Ja, ganz das genau. Ist dann eher für die Handbremse, das ist richtig. Okay, gut. Was hast du jetzt bezahlt für die neuen Bremsen? Ich habe bezahlt, da ich keine, also ich wollte mich jetzt erstmal selbst davon überzeugen, dass der wirklich Hitzeprobleme hat, obwohl es mir schon ungefähr 1000 Leute gesagt haben. Ja. Aber für meinen Fahrstil, ich fahre ja jetzt nicht so super, super eklig, sondern ich fahre eigentlich ganz normal, außer auf der Autobahn, da wo ich darf. Ja. Würde ich behaupten, reichen die normalen Bremsen, aber naja, ich habe jetzt für vorne bezahlt 213 Euro oder so. Also nicht dolle. Komplett? Komplett mit. Also mit Scheiben und Belege. Nee, wechseln hat ein Kumpel gemacht. Ach. Aber es ist nicht original Ford. Das ist nicht original Ford. Das sind
Ja. Wie heißt das denn? Erstausstatterqualität, kann man das sagen? Ja. Erstausstatterqualität, ich denke, das ist nichts Verkehrtes. Das heißt, es steht halt nicht fort drauf, aber das ist ja trotzdem dasselbe. Genau, genau. Ja, also wir haben ja schon mal eine Messung gemacht, die nehmen wir auch wieder mit rein. Also die eine Messung hat nicht funktioniert, die andere Messung hat funktioniert. Da hat man dann schon am Ende dort hinten irgendwo in Buxtehude, hat man dann schon gemerkt, dass da Vibrationen entstehen. Dasselbe ist auch bei Steve passiert. Ja. Also da habe ich zu Steve gesagt, deine Bremsbeläge sind bestimmt runter. Ja. Ist das die Hitzeentwicklung, die du gemeint hast? Genau, das ist, wenn die warme Luft von der nicht aus dem Reifen rauskam und da so ein bisschen auch durch die Drehung von der Felge verhindert wird, wird die Bremsscheibe halt extrem warm. Und wenn keine Frischluft dazu kommt, um die abzukühlen, dann kann das passieren, dass sich die Scheibe verzieht. Mhm. Und dann hat man halt dieses Flattern dann bei, umso wärmer die wird, umso mehr verzieht sich das Metall und umso schlimmer wird es. Und das ist halt, es ist jetzt nicht schlimm, es ist halt aber auch nicht sonderlich gut. Im Idealfall sollte das eine Bremse nicht machen. Ist es denn jetzt weg? Jetzt im Moment ist es weg. Ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, mal ein bisschen stärker auf der Eisen zu gehen. Man soll sie ja theoretisch auch einbremsen. Ja, oder? Ich habe sie ja schon ein bisschen eingebremst. Ja, okay. Also ich habe die ja seit Freitag drauf und bin jetzt schon, keine Ahnung, 500 Kilometer gefahren oder so. So wenig. Der war gut. Naja, auf jeden Fall. Also eingebremst sind die. Ich habe aber noch nicht richtig geankert, sage ich mal. Warum ich so lache, ist, weil ich auf meinem Tacho vom Motorrad, ich weiß nicht, ich habe sie letzte Woche Freitag bekommen oder so und jetzt ist Sonntag und ich glaube, das stehen jetzt 1900 Kilometer auf der Uhr. Hm. Und am 25. geht sie eigentlich zur 1000er Inspektion. Also da werde ich direkt die 10.000er mit anmelden, weil für nächsten Monat vermutlich das... Gut, aber anderes Thema. Wie hast du das gemacht mit dem Urkostitzer Beschriftzug? Hast du das machen lassen von der Firma? Ja, also die Folierung hat Dub Racers in Leipzig gemacht. Also Grüße in dem Sinne an Kelvin. Mhm. Tolle Arbeit. Top Preis-Leistung, wie das ganze Auto. Es ist ein Preis-Leistungswunder. Den Schriftzug hat geplottet Top Secret aus Halle. Oho. Und der Kelvin hat es auch drauf gebastelt. Und die Kreise habe ich mir selber ausplotten lassen und selber drauf gebastelt. Dementsprechend sieht das auch ein bisschen beschissen aus. Aber ja, genau. Was heißt, wie du hast das selbst gemacht? Was heißt das? Ich habe einen Folierer gefunden, der mir das ausgeplottet hat und habe das selber draufgeklebt. Ach so, der aber hat mir so finde ich es gar nicht. Ein paar Tipps gegeben. Naja, wenn man da rangeht, dann sieht man es, aber es ist ein 5-Meter-Auto, das sage ich immer gerne. Von 5 Metern sieht es gut aus. Man sollte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ist auch nichts in der Sache für mich. Ich will nicht bei Show und Schein oder so gewinnen, sondern ich möchte das Auto einfach nur für mich verändern. Ja. Ich hatte mit Steve geschrieben wegen der Folierung für mein Motorrad, Dub Racers. Ich soll Fotos zukommen lassen. Wenn ihr Ideen habt oder Vorschläge habt, was ihr, also Fakt ist, die Felgen müssen rot bleiben, schreibt das mal in die Kommentare. Du kannst auch deinen Senf dazugeben, wenn du möchtest. Spezi? Naja, gut. Also ich bin ja für alles offen. Schlicht ist geil. Also ich hatte jetzt so im Kopf Messerschmitt, aber ja. Genau. Mal sehen. Also ob Dub Racers das auch so hinbekommt. Genau. Und vor allem der Kostenpunkt ist immer wichtig. Was hast du bezahlt für deine Folierung? Ich habe bezahlt für die Folierung mit den großen Aufklebern und der Folie ungefähr 2,7. Also 2.700 Euro. Alter Schwede. Wie lange hat das gedauert, das Folieren? Knapp über 2 Wochen. Also ich glaube 2 Wochen und 2 Tage. Aber das liegt halt auch mit daran, die sind nur zu zweit und haben halt noch zwischendurch noch andere Sachen gemacht, was überhaupt nicht stimmt. Wahrscheinlich wäre es in 1,5 Wochen oder so fertig geworden. Ja. Ist aber nicht schlimm. Und das Auto lässt sich beschissen folieren, habe ich im Nachhinein erfahren. Also ist alles okay. Wir reden jetzt vom Entwurf bis zu dem Punkt, wo das bis die Folie auf dem Auto ist, 2.700 Euro, richtig? Genau. Also alles insgesamt. Ja, ja, genau. Ich habe einen Kumpel, der kann ganz gut mit Technikkram, also Photoshop und irgendwelche Vektordateien erstellen und so, was die Plotter dann brauchen, um die Schriftzüge sich skalieren zu können und auszuplotten. Ja. Davon habe ich wiederum keine Ahnung. Der hat das natürlich quasi für ein Appel und ein Ei gemacht. Also wenn ich dem was gebe für ein Appel und ein Ei, denkst du, er würde das für mich auch machen? Aber ich glaube, bei dir verlangt man ein bisschen Geld. Aber er ist halt auch nicht teuer. Ich sage immer, eine Hand wäscht die andere. Ja, eine Hand. und in dem Sinne muss ich auch ein bisschen Werbung machen für Lieberwirt. Ich weiß jetzt leider nicht die Website und ja, aber er macht so Website-Design. Habt ihr das gehört? Also für einen guten Kumpel, aber er weiß nicht, wie die Website heißt, Digga. Was ist denn hier los? Ja, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Ja, ja, so ein Ding ist das. Alles klar. Ja, mein. Jetzt ist er auch mit drin. So, also kommen wir zum Hack.
Das ist das alles Standard, oder? Also Standardauspuff etc.? Genau, es ist alles Serie, außer das schwarze ST-Emblem, das haben wir geändert. Das ist jetzt ein schwarzes ST-Emblem. Ja. Vorher sind die rot, also rotes Innenleben und außen noch so Chrom, aber ich bin ein absoluter Chrom-Gegner. Embleme in schwarz, vorne wie hinten. Vorne hat man es vielleicht auch schon gesehen, aber ja, vorne wie hinten in schwarz. Und der Heckscheibenwischer ist weg. Ja, der Heckscheibenwischer ist weg. Jetzt hast du immer eine dreckige Scheibe hinten, wenn du Auto fährst. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich benutze ihn ja eh nicht. Und es ist ein absoluter Steuerfaktor. Und ja, so wird die Scheibe wenigstens gleichmäßig dreckig. Da fällt es nicht so auf. Ja. Was steht da drauf? Rettungsgasse bilden? Genau. Rettungsgasse bilden. Don't drink and drive, ganz wichtig. Und Hocus Pocus, I got Uri on my focus. Ach so, alles klar. Das hast du dir selbst einfallen lassen, der Spruch? Naja, es gibt ein lustiges Meme, Reel, was auch immer. Ja. Da wirft einer ein Pizzastück auf seinen Fokus oder auf den Fokus vom Kumpel und sagt, Hocus Pocus, Joghurt, Pizza und your Fokus. Und das fand ich sehr witzig, hab's ein bisschen umgeändert und hab's mir halt auf die Scheibe geklatscht. ST-Zeichen schwarz hast du dir dazu gekauft und bestellt, nachbestellt, oder? Genau, haben wir extra bestellt. Okay, was kostet sowas? Kostet 23 Euro von AliExpress. Ach so, hat echt? Ungefähr, AliExpress? 18 Wochen gedauert, bis es ankam. 18 Wochen? Ja, naja, gut. Gut, das heißt, die Teile sind rar. Also gibt es das Original in schwarz? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Scheiße. Aber es gibt viele, die es noch extra herstellen. Amazon, und hast du nicht gesehen. Okay, ja. Wie hast du das Ganze abgemacht? Also da bleibt da nicht irgendwie was bestehen? Da ist halt einfach nur Klebeband drauf, sag ich mal. Hier so, dieses Schaumquellklebeband. Ja. Das kann man ganz einfach mit... Entweder man hat ein bisschen Fingerspitzengefühl und zieht es vorsichtig mit den Fingernägeln runter. Oder halt, wie heißt es, Angelsehne und einmal durchfahren und dann ist es auch ab. Das machst du? Ja, klar. Kein Problem. Also das ist wirklich, wer ein bisschen handwerklich geschickt ist, der kriegt das Dicke hin. Und dann noch die Klebereste abmachen, kein Problem. Mit Angelsehne, Digga, einfach am Lack rumkratzen. Ja, du sollst ja eben nicht am Lack rumkratzen. Na, wie machst du, aber da kommst ja, du da automatisch hin. Du fährst doch da einfach nur lang. Ja. Ziehst das einfach nur durch. Du musst aufpassen, dass dir die Angelsehne nicht die Finger zerschneidet. Jo. Aber ansonsten. Also bitte nicht nachmachen. Also lasst es jemanden machen, wenn ihr das machen wollt. Wenn ihr jünger seid und unerfahren, ihr macht euch die Karre kaputt, würde ich meinen. Nein. Könnte passieren. Definitiv nicht. Wenn ihr das macht, dann solltet ihr vielleicht nicht Fahrzeug fahren. Grüße meiner, jetzt seid ihr auch mit drin. So, also Auspuff ist auch Standard. Genau, der Standard in dieser Mittelposition. Ja, Optik wollte ich schon sagen, aber R-Optik sind ja eigentlich, wenn da zwei Rohre rausgucken, wie beim Golf. Ja. Ich glaube, beim 6R haben die das angefangen. Mhm. Ja, Kennzeichen in Carbon-Optik. Würde ich nicht empfehlen, mach das nicht. Das sieht kacke aus. Du bist nicht der Erste, bei dem ich das sehe. Gestern bin ich mit jemandem Motorrad gefahren, der hatte das auch. Also ich finde es okay. Also was ich noch geiler finde, sind selbstleuchtende Kennzeichen. Finde ich jetzt optisch sehr ansprechend. Das macht schon was her. Gibt es für das Auto einen Heckdiffusor, so einen richtigen? Das ist kein falscher. Nee, nein, aber ich meine wie aus dem Rennsport, weißt du, was ich meine? Also so richtig, also mit, so richtige Pin ganz genau. Gibt es alles, für die Karre gibt es alles. Bin ich jetzt nicht so der Fan von, also ich gehe mal in die Knie. Also mein Plan ist, dass ich mir von nicht stehe da, ich habe einen Namen vergessen, irgendwelche Engländer, die produzieren ultra geile Teile für den Focus, also für Ford allgemein. Das kannst du mir ja schicken, dann schneide ich das rein, wie die heißen. Können wir machen. Und davon würde ich mir gerne hinten die Brücke kaufen. Ich weiß gar nicht, wie sich das schimpft, weil es kein Bumper an sich ist. Also es ist nicht die komplette Heckschürze, sondern einfach nur wie eine Lippe für hinten. Diese Finnen hinten dran, genau. Ja? Okay, also genau. Das sieht ziemlich cool aus. Ja, finde ich nämlich auch. Und ich finde den halt von hinten so ganz gut, wie er ist. Da will ich eigentlich nicht viel verändern. Ja, okay. Geil wäre auch noch schwarze Endrohre, ne? Oder? Ja, also... Die Blende kommt auf jeden Fall noch schwarz, aber erst mit Tausch der AGA. Also Abgasanlage wird noch getauscht. Mhm. Irgendwann mal. Ich hoffe noch dieses Jahr. Lautstärkentechnisch kannst du nicht viel machen. Ne? Also was heißt nicht können? Also mit ABE kannst du alles. Also wir gehen jetzt mal von dem Fall aus, dass wir alle regelkonform unterwegs sind. Bin ich. Immer. Ja. Das heißt, also mit dieser Anlage würdest du dann auch regelkonform unterwegs sein? Auf jeden Fall. Definitiv. Okay. Kriegst du auch hundertprozentig eingetragen. Wie viel Dezibel hat die Maschine? Dieser Auspuff? Das kann ich dir nicht verraten. Weißt du nicht, okay. Ist ja nicht schlimm. Also Motorradfahrer sind immer erpischt darauf, was Lautes zu haben am Motorrad. Daher wissen die auch alle Daten. Was ist denn heute los hier? Das ist Wahnsinn, schönes Wetter. Verrückt. Gut, was kostet so eine Anlage? Das ist von bis, also ich sag mal, die günstigen, guten, die fangen so bei 800 Euro an.
Und das Nonplusultra wäre dann HG Bull X oder es gibt noch eine krasse Variante, nicht Vario X, ja moin, keine Ahnung. Die kostet dann 3.500 mit Klappe und EGE-Genehmigung. Für eine Autoauspuffanlage. Ja. Komplett. Komplett. Das ist dann aber von vorne auch, bis hinten. Das ist dann aber auch komplett legal. Alter, das ist aber günstig. Ja, total. Auf jeden Fall. Jetzt, wir müssen jetzt mal sagen, jetzt gucken wir uns mal oder guckt euch mal ein Motorrad an. Ja, das ist 1 Meter Edelstahl. Ein Meter Edelstahl. Und dann gucken wir uns mal eine Auspuffanlage von so einem Auto an. Wie viele Zwischenschalldämpfer haben wir da? Zwei. Also ein Mittelschalldämpfer, ein Endschalldämpfer und vorne Cut. Ja. Also daraus könntest du vermutlich 3 Auspuffanlagen für ein Motorrad machen. Die kostet einfach mal fast dasselbe wie eine Motorradanlage. Ich glaube, die interessiert es nicht, wie groß die Anlage ist, sondern einfach nur, dass die Preise gleich sind. Ja, aber das ist aber Abzocke. Ja, das ist Abzocke. Auf jeden Fall. Wirklich. Also für ein Motorrad ist das Abzocke, finde ich. Also wirklich. Also klar, die machen dann den Preis bestimmt den Preis, weil sie halt Marktführer sind etc. pp. Ja, so eine Lizenz für ein Motorrad oder Auto kostet natürlich auch Geld. Aber jetzt ins Verhältnis gesehen. Ich glaube, das Teure daran ist nicht mal unbedingt das Material, sondern die Prüfungen, die ganzen Prüfungen, dass es legal in Deutschland verwendet werden darf. Ja. Ich glaube, wenn du Abgasanlagen kaufst, die keine Genehmigung in Deutschland haben, die kosten 300 Euro, 400 Euro. Da bezahlst du nur Material. Geisteskrank, wirklich. Ja, ist so. Wirklich. Digga, S6. Audi A6, oder? S6. S6, ich feier S6, R6, den neuen, Alter, geisteskrank. Ja, den neuen nicht, den Vorgängermodell C7. Oh, könnte ich mich reinlegen, geil. Also ich bin ja sowieso Audi-Fanboy, ich mag Audi. Ich kann es mir bloß nicht leisten. Ja. Ich mit Fort. Entweder oder. Ja. Ja, aber für den Winter muss ich noch was besorgen. Mal gucken, was es da wird. Da wird es wahrscheinlich Richtung Skoda gehen. A6. Ja, genau. Ganz genau. Das nehme ich wieder hinten drauf. Skoda ist auch okay. Skoda ist auch okay, sagst du? Auf jeden Fall. Also ich finde den aktuellen RS nicht so dralle, den Vorgänger finde ich schon ganz geil. Der zum Octavia meinst du? Genau. Ja. Geh ich mit, aber Superb zum Beispiel finde ich unwahrscheinlich hässlich. Nee, schön. Schön, ja. Ja. Finde ich.